Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue pour Playtime de Jacques Tati. François Truffaut hat über Playtime mal gesagt, es ist ein Film von einem anderen Planeten, auf dem man ganz andere Filme dreht. Ja, es ist definitiv ein ganz anderer Film als sein erster Film, Jour de Fête, aber gehört mit Jour de Fête zusammen. Es ist ein Gesamtkunstwerk, was er uns hinterlassen hat. Es beginnt mit dem ersten Film über das bäuerliche, altmodische, dörfliche Frankreich, das er ganz tief geliebt hat, und mit all den weiteren Filmen zeigt er den fortschreitenden Verlust und die fortschreitende, also diese alten Welt und die fortschreitende Sterilisierung durch die moderne Zivilisation. Er schafft mit seinem zweiten Film, Die Ferien des Monsieur Hulot, eine liebenswerte Figur, die er durch viele weitere Filme dann führt. Monsieur Hulot, der Mann, der Individualist, der Individualist mit Hut und langer Pfeife, der gegen die Tücken der modernen Zivilisation kämpft. In Mon Oncle hat er das dann weiter variiert, dafür bekam er dann einen Oscar für den besten ausländischen Film. Das hat ihn dann ermuntert, 1967 zu seinem Opus Magnum, Playtime, herrliche Zeiten. Dieser Film hat über 3 Jahre Zeit in Anspruch genommen. Er verschluckte Unsummen an Geld. Er hat sich extra dafür ein riesiges Filmset, eine kleine Filmstadt bauen lassen, außerhalb von Paris. Tattenville nannte sich das Ganze, mit Bruchhäusern, mit Bürogebäuden und so weiter, in dem diese absurde, eigenartige, sterile, moderne Zivilisation, die diese Welt abläuft, die Menschen, die hin und her rasen, angetrieben von irgendetwas, von irgendwoher kommen, irgendwo hingehen. Es wird fast nichts mehr gesprochen. Das Ganze besteht eigentlich nur noch aus Geräuschen und sinnlosen Bewegungen. Und dazwischen irrt also die Figur Monsieur Hulot, das alter Ego von Jacques Tati, herum auf der Suche nach einem gewissen Monsieur Giffard. So. Der Film hat sicher Längen. Der Film ist auch nicht der unterhaltsamste von seinen Filmen, aber der Film ist natürlich ein wirklich enormer Schlusspunkt. Diesem Film, der eine ganz innovative Kamera hatte und also von der Filmkritik exzellent rezipiert wurde, war für ihn ein finanzielles Desaster, so ein Riesenkassenflop. Das war eigentlich, dieser Film läutete das Ende von Jacques Tati's Filmkarriere ein. Er hat dann noch Trafik danach gedreht, wo dann wieder die Figur des Monsieur Hulot auspacken musste, was er nicht wollte. Playtime ist wichtig, genauso wichtig wie Jour de Fête, eben als Schlusspunkt einer riesigen Entwicklung, die eigentlich sehr desillusionierend und sehr traurig ist. Trotzdem, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen mit diesem wirklich sehr skurrilen und fantastischen Filmkunstwerk, das an ein Christoph Marthaler Theaterinszenierung erinnert, viel Vergnügen und machen Sie es gut mit Playtime.